Bundle. Okay. Ich möchte mein Gewächshaus. So, ich check mal kurz ab, was Demetrius zum Geburtstag mag. Bohneneintopf, Eis, Erdbeere und Milchreis. Ja, Erdbeeren habe ich doch, oder nicht? Wir können ihm eine Erdbeere schenken. Stell dir mal vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand kommt auf dich zu. Weißt du, du hast Geburtstag und er schenkt dir eine Erdbeere. Nicht eine Packung, nicht zwei Packungen. Nicht ein Marmeladenglas, nein. Eine Erdbeere. Wie sieht denn das aus? Hier ist halt echt noch viel Holz. Okay. Warte mal, die Saat können wir hier rein mit reinpacken. Es ist schön, dass ich schon zwei von der seltenen Saat habe. Die nehme ich halt immer gerne mit und häuft die an, bis Herbst ist. Weil die gut was bringen. So, ich habe aber gar keine Kiste für Milch und so ein Kram. Das. Ich habe ja noch zwei leere Kisten, die wir für irgendwelche Erzeugnisse verwenden können. So. Gut. Gut. Ich schnapp mir mal. Wo habe ich Erdbeeren? Hier? Da. Erdbeeren. Oh, dann kriegt Demetrius was geschenkt. Das bringt manchmal ein bisschen was, dem was zu schenken. So, der ist zu Hause. Okay, dann können wir auch den nördlichen Weg nehmen. Manchi, kannst du bitte nicht den Baum anknabbern? Dankeschön. So, wir sind währenddessen jetzt in die Stadt gelatscht. Ne, die hängen in der Stadt, oder? Ah, nein, die hängen da unten am Wasser. Die stellen sich da unten manchmal ja hin und gucken gruselig ins Wasser. Hier, glaube ich, oder? Nee, wo war denn das? Die sind auch ein bisschen komisch, ne? Die beiden. Da, siehst du? Oh, ich sag ja, die sind in die Stadt gelaufen. Die gehen jetzt in die Bar. Die ballern sich jetzt erstmal in der Kneipe zu hier. Das ist auch immer so. Ich verpasse die ständig. Ich wäre gerade fast an die Mülltonne gegangen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Sardinen, ey. Ach, holy. Sardinen, ernsthaft? Okay. Ich hätte sonst... Warte mal. Was war mit dem Forellenbarsch? Bis wann war der verfügbar? Ich glaube, da ist die Zeit schon vorbei, ne? 19 Uhr. Ja, knapp. Knapp. Ich muss erstmal Energie tanken, bevor ich angeln kann. Das wird eher schwierig. Eher schwierig. Vielleicht, ich glaube, ich gehe nach Hause, setze mich auf den Stuhl, regeneriere noch ein bisschen und dann gehe ich noch mal ein bisschen Holz hacken. Weil ich habe jetzt kein Holz mehr. Ja, während der Stall gebaut wird, kann man vielleicht tatsächlich mal über... Warte mal, was kostet der Kuhstall? Kuhstall. Das habe ich mir eben nicht gemerkt. 350 Holz und 150 Steine. Steine habe ich noch genug, weil 6000 Gold kriegen wir noch irgendwie hin. Und 350 Holz. Okay. Ich chill mich mal ein bisschen hin. Machen. So, sieht gut aus.
Suchen hier alles ganz schön zu. Ich glaube, ich brauche sogar für ein Bundle die ganzen, das ganze Harz oder so, irgendwie 500 Stück. Oder war das auf einem anderen Spielstand? Das kann auch auf einem anderen Spielstand gewesen sein. Müsste Handwerksbundle gewesen sein, glaube ich. Nein. Das brauche ich hier gar nicht. Nö. Dann brauche ich das gar nicht. Irgendwie bei der Multiplayer-Map brauchen wir 500 von dem Harz. Das ist ein bisschen verrückt. Ich meine, das kriegt man, glaube ich, schnell zusammen, wenn man es darauf anlegt. Weil davon ja echt viel droppt. Versuche ich ausnahmsweise mal möglichst schnell an Tiere zu kommen. Das habe ich eigentlich auch selten. Also sonst bin ich halt echt immer so, dass ich halt, oder spiele ich oft so, dass ich extrem schnell irgendwie möglichst doll in der Mine vorankomme, tatsächlich. Das ist jetzt irgendwie komplett anders. Und Tiere habe ich halt vernachlässigt dann das ganze Zeit lang und die erst später geholt. Das ist komplett anders jetzt gerade, das ist komplett andersrum. Mine vernachlässige ich gerade noch komplett. Und ja. Und Tiere gerade haben so eine gewisse Priorität, ich weiß auch nicht. Ich muss halt auch noch ein Silo bauen und so. Aber beim Silo, das ist vielleicht auch ganz gut, das Silo zwingt mich dann ja dazu, dass ich Kupferbarren habe. Ne? Also ich werde dazu gezwungen, in die Mine zu gehen, damit ich mir ein Silo bauen kann, weil man dafür 5 Kupferbarren braucht. Also das kann nur besser werden. Das kann wirklich nur besser werden, dass ich dann endlich auch mal irgendwie an bessere Werkzeuge und Co. Komme. Ist auch die Energie so, ja. Also ich meine, morgen ist Robin eh am Bauen. Ne, dann kloppt die an dem Hühnerstall rum. Und dann kann ich in Ruhe noch ein bisschen Holz farmen und vielleicht kriege ich dann, genau, verkaufe ich mir meine ganzen Blaubeeren und so, die ich da jetzt noch in der Kiste habe. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld zusammen, dann kann ich mir vielleicht noch den Kuhstall bauen. Ich glaube, dann sind wir schon ganz good to go, ne? Und hier die uralte, wie heißt die scheiß Beere? Die Edelsteinbeere, davon habe ich ja jetzt auch schon 2 Pakete. Das heißt, wir können einmal die Edelsteinbeere für die Secret Woods verwenden, wenn ich dann irgendwann meine Stahlaxt habe. Und die andere Edelsteinbeere verwenden wir für das Bundle im Community Center. Das ist so eigentlich ganz gut. Wenn es gut läuft, ich weiß gar nicht, wir könnten im Winter schon das Gewächshaus haben, oder? Das im Herbst? Ja. Yeah. Gelee, Granatapfel, Apfel. Honig kriegen wir, glaube ich, hin. Nee, ist Glückssache. Ist Glückssache, ob wir das hinkriegen. Also nicht Glückssache, aber nee, die anderen, da fehlt uns noch 1-2 Sachen. So Schafskäse oder Ziegenkäse-Stoff oder so. Trüffel. Dafür müssten wir halt die Stelle auch ausbauen dann in der Zeit noch. Ich meine, vielleicht kann ich im Herbst halt... Ich möchte halt im Herbst möglichst mit gut Budget reingehen. Damit wir hier alles voll knallen können mit Preisebeeren. Nachteil ist natürlich, ich muss das alles händisch gießen. Sad. Aber kriegen wir hin. Oh, ist schon spät. Ups, okay, 156 Holz, ja, das passt doch. Das ist okay. Und ich habe ein bisschen Kohle bekommen, das ist auch nice. Habe ich hier noch ein bisschen, ich wollte gerade gucken, ob ich ein bisschen Kupfer hier rumliegen habe, aber habe ich leider nicht. Ach, guck mal, ich habe sogar 5 Kupferbarren. Lul, sehe ich. Sehr gut, sehe ich gerade.
Vielleicht haben wir noch ein bisschen Geld übrig, ne? Vielleicht haben wir nach dem Kuhstall noch ein bisschen Geld übrig und dann könnte ich mal eines der Werkzeuge aufwerten. Da könnte man eventuell schon direkt die Spitzhacke aufwerten, um ein bisschen schneller in der Mine voranzukommen. Oder lieber sich an eine Axt, ne, um eine Axt kümmern, damit ich bald in die geheimen Wälder rein kann. Wobei das, glaube ich, noch nicht so dringend ist in dem Sinne. Ich glaube, Spitzhacke wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller. Oder die Gießkanne. Oh, die Gießkanne. Weil noch kann ich nicht so viele Sprinkler bauen. Das geht noch nicht. Weil man dafür auch wieder Eisen braucht und... Die Gießkanne, die wäre dann wenigstens noch für den Herbst ganz sinnvoll. Das Fiese ist, ich... Also meistens benutze ich den Winter, um halt Sachen wie die Gießkanne halt aufzuwerten. Und Stocher... bis zum Ende des Jahres oft mit der normalen lame Gießkanne rum. Außer man baut Sachen so an, dass sie dann halt irgendwie 2 Tage oder 1 Tag vor der neuen Jahreszeit fertig sind. Weil gerade wenn du so Kürbis und sowas anbauen möchtest, dann versuchst du ja eigentlich am ersten Tag direkt die Kürbisse anzubauen, damit du halt den ganzen Monat nutzen kannst, um 2-mal Kürbisse anzubauen. Und wenn du nicht gießen kannst, ist das scheiße. Ja. Man muss halt mal gucken. Also vielleicht sind die Blaubeeren. Ich glaube, Blaubeeren können danach nochmal ready sein zwischendurch. Ich muss das mal checken. Und vielleicht haben wir dann irgendwann so einen toten Punkt bei den Gemüse erreicht, wo wir so 1-2 Tage Nische nutzen können, um die Gießkanne vielleicht aufzuwerten. Ach, da fällt mir ein, ich muss ja eigentlich noch... Scheiße. Nee, können wir auch morgen machen, okay. Ich wollte eigentlich noch Blaubeeren und Co. verkaufen, aber das können wir auch am nächsten Tag noch machen, weil im Moment kann ich keine neue Hütte bauen, weil Robin ja jetzt erst baut. Deswegen ist es egal. So. Muschel. Die Sachen sollten uns eigentlich nochmal ganz gut Geld bringen. Kurz die Nachrichten lesen hier. Wetterbericht. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Schade, ein bisschen Regen wäre okay. Ja, gegen Regen hätte ich nichts einzuwenden. Das ist eigentlich das Beste. Demetrius schickt mir ein Rezept für gebratene Pilze. Nice. Apropos Pilze, ich kann ja gleich mal abchecken, ob das mit den Kisten geklappt hat. Rosa, ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzenfruktosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Ja, macht 100 Mark, ne? 100 Mark. Dann kannst du sie haben. So. Jetzt starte ich mit voller Energie in den Tag, weil ich nicht verpennt habe. Blaubeeren sind einfach das Beste. Ich glaube, ich pflanze jetzt auch nichts Neues mehr an. Also wir könnten noch mal Radieschen anbauen. Aber ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse die Sachen jetzt erstmal auslaufen. Oh, meine Tasche ist voll, wa? Ja. Wegen einer Weintraube. Cool. Wegen einer Weintraube. Passt. Mussten wir wieder zurück. Los, Robin, arbeite. Arbeite. Wir brauchen einen Hühnerstall. Danach muss ich noch Hühnchen kaufen. Ah, schön. Ich würde fast schätzen, dass ich noch nie so früh Hühner hatte. Ach, guck mal. Wir können jetzt den Sprinkler da einmal dazwischen setzen.
Hier müsste jetzt ein bisschen Platz sein. Ja. Wird dann eh nochmal alles umgebaut. So. Bea, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Oh, nächsten Monat erstmal richtig fett Preiselbeeren anbauen. Das wird nice. Ich hoffe, das kommt hin mit der Kohle. So Stall bauen und ordentlich Preiselbeeren einkaufen. Hm, mal sehen. Blaubeeren, die brauchen noch 2 Tage. Okay. Will ich so oft daneben gießen. Weil ein bisschen Energie sparen. Toll. Spiel ist gerade morgens so entspannt, ohne Witz. Das ist gerade perfekt. Das ist gerade einfach perfekt. Und ich freue mich, dass ich trotz der Pause zwischendurch, eben auch wegen Animal Crossing, aber auch weil ich einfach so nach einem Jahr durchgehend Stardew Valley auch ein bisschen Pause nicht schlecht war. Irgendwie, dass ich jetzt wieder so viel Spaß dran habe, das finde ich super. Ich weiß nicht, ob da... Nee, da wächst nichts mehr, ne? Nee, da ist gar nichts mehr. Können wir uns sparen. So, wie sieht's hier aus? Du, genau, du machst es schon richtig, ne? Machst es schon richtig. Also hoffe ich zumindest, weil ich habe ja dafür bezahlt, meine Liebe. Ich habe ja dafür bezahlt. Übrigens macht nichts aggressiver als Leute, die meine Liebe sagen. Also, uff. Okay. Scheiße. Ich, ja. Ich hoffe, ich kriege meinen alten Bluetooth-Controller repariert. Damit ich das Kabelding nicht mehr benutzen muss. So, Kakao ist unterwegs. Schneide man gerade ein Video und schon verpasst man die Trolle. Ach, war nichts Wichtiges, war nur Spam. Wurde direkt vom Bot gelöscht. Es waren einfach irgendwelche Links wahrscheinlich oder so. Waren also nicht mehr Trolle. So. Ich mache mir jetzt erstmal schön meinen Chili-Kakao, da freue ich mich schon drauf. Ich weiß nicht, wie manche das überleben, ne, mit einem Kabel-Controller. Ich weiß es nicht, ich krieg's nicht hin. Also für mich ist das hier absolute Lebensgefahr gerade. Das ist wirklich übel. Mir reicht es immer schon, wenn mein Kopfhörerkabel hier rumzubbelt. Das reicht mir schon. Da bin ich froh, dass es nicht so lang ist, sondern sich eher lang ziehen lässt. Aber Junge, Junge. Okay, ich brauche einen Plan. Verdammt, ich habe eh kein Geld, ne? So. Stall bauen kann ich auch noch nicht. Was war mein Plan? Genau, Stall bauen. War das Wichtigste mitunter. Neues Werkzeug, ja. Aber die Gießkanne brauche ich leider noch. Die Blaubeeren hier, die brauchen 2 Tage, 4 Tage. Die können wir also alle, wir können alles hier noch einmal ernten, mindestens.
Weiß ebenfalls. Ja. Ja. Also, wir können halt angeln gehen, so, ne? Also, angeln wäre vielleicht ganz gut, dann kriege ich noch ein bisschen Geld rein. Dann kann ich nachher da alles verkaufen hier, den ganzen Scheiß. Ich gehe mal eben meine Energie auftanken. So. Ich könnte bei Zeiten noch eigentlich mal Artefakte ins Museum bringen. Das können wir eigentlich auch schon mal machen. Da gibt es ja meistens auch noch mal ein paar Saaten. Wobei wir die jetzt im Sommer nichts mehr bringen aktuell, aber theoretisch, ich meine, ich habe ja einiges, ne? Und vor allem einiges irgendwo reingeschmissen. Deswegen muss ich in alle Kisten einmal reingucken. Weil hier überall irgendwas reingeschmissen wurde. Ja, alles gut. So, hier fängt es, glaube ich, schon langsam an. Entschuldigung. Da, Hühnerstatue. Die habe ich aber schon abgegeben. Okay, die habe ich schon abgegeben. Ne, hier ist gar nichts. Hier sind Artefakte drin. Was spielst du denn sonst noch so? Ansonsten spiele ich überwiegend noch Story-Games. Also, aktuell ist es bei mir auch so, dass ich mein so ein bisschen mich im Zeitplan ausprobiere, mal morgens zu streamen und dann nachmittags zusätzlich nochmal. Morgens ist dann meistens so ein bisschen Quatschen und Stardew Valley. Sonntags ist Stardew Valley quasi fest eingeplant sogar. Ansonsten meistens dann halt Story Games. Aber dann die am liebsten Indie-Games. Also ich spiele jetzt nicht unbedingt die allerneuesten AAA und Quadruple-A-Games. Sondern ich spiele lieber Spiele, die ein bisschen älter sind. Oder also gerne auch alte Klassiker, wenn die sich von mir spielen lassen wollen. Meistens wollen die dann immer nicht. Oder eben halt vor allem Indie-Games. Also tatsächlich vor allem Indie-Games. Gerne mit einer kleinen Story, die auch ein bisschen kürzer sind, können auch länger sein. Aktuell spiele ich noch Witcher, also Witcher 3. Damit geht es wahrscheinlich, ich glaube, heute noch nicht weiter. Ich weiß nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber, also aktuell ist Witcher 3 auf dem Plan. Dann habe ich noch Calico letztens angespielt. Das wird auch noch weitergehen, weil ich das ganz cool fand. Manchmal weiß man ja nicht, ob Spiele was für einen sind. Dann muss man die erstmal ausprobieren oder ob die auch im Stream funktionieren. So, Calico war aber ganz lustig. Das ist halt so ein verrücktes Katzencafé-Spiel. Halt auch ein total liebevolles Indie-Game. Und ich liebe einfach Indie-Games. Das ist halt einfach. Das ist genau meins. Ich liebe einfach so Spiele, die einfach so. Einfach gefühlt handgeschöpft. Gefühlt handgeschöpft sind einfach. Weil die sich einfach nochmal ganz anders auf Spiele konzentrieren. Diese Indie-Entwickler als jetzt große Studios. Und ich finde es immer ganz toll, was für Ideen die dann haben. Und probiere das halt immer gerne aus. Deswegen habe ich für Stardew Valley halt auch nur absolute Liebe übrig, weil das Spiel spiele ich halt auch schon seit es quasi in den Early Access gegangen ist und finde es halt ganz, ganz, ganz toll. Okay, Feuerquarz könnte ich eigentlich, glaube ich, eher für das Bundle gebrauchen erstmal. Das ist mir, glaube ich, lieber. So, das sieht doch ganz gut aus. Die Geoden mache ich erstmal noch nicht, aber hier, historisches Saatgut für die uralte Frucht, sehr gut. Die können wir dann anpflanzen, wenn wir das Gewächshaus haben. Ja. Habe ich den Löffel? Nee, hier ist nur die, genau. Der Stern und das Saatgut. Und für die Puppe habe ich keinen Platz. Da muss ich hier einmal die Kohle reinschmeißen. Genau. Witcher 3 ist also aktuell auf dem Plan. Dann halt eben Calico. Und Shady Part of Me. Shady Part of Me ist halt auch so ein kleines Adventure-Indie-Game. Ist auch ziemlich cool. So ein Puzzlespiel. Eigentlich mag ich gar nicht so gerne Puzzlespiele, aber weil ich da scheiße drin bin. Also das ist eigentlich so der einzige Grund, weil ich da mal unglaublich schlecht drin bin. Aber das ist ganz cool. Ja. Das sind so meine Vorlieben.
Ich hab gestern The Witcher gespielt. Indie-Spiele sind auch absolut meins. Ja, super, schön. Das ist einfach nochmal was anderes, ne, als wenn du jetzt so ein Assassin's Creed reinschmeißt. Also Assassin's Creed habe ich zum Beispiel auch kürzlich gespielt, irgendwie. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Monate her. Hab auch ein paar Teile davon gerne gespielt. Aber man sieht halt, also, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich für Indie-Sachen oft mehr begeistern, glaube ich. Witcher 3 ist natürlich auch nicht mehr unbedingt ein Indie-Game. Auf keinen Fall. Ist jetzt nicht mehr Indie-Game, aber nicht mehr so in diesem. Ich meine, irgendwo sind die ja schon unabhängig, ne? Die Entwickler, aber. Es ist schon nochmal was anderes. Witcher würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr als Indie-Titel bezeichnen. Aber Witcher habe ich damals halt auch schon mal gespielt, einfach nur für mich. Da habe ich noch gar nicht gestreamt und jetzt streame ich es halt auch nochmal, weil ich das so toll fand. Ja. Aber in so AAA-Sachen gucke ich immer ganz gern rein, wenn die schon ein bisschen so ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre auf dem Buckel haben, irgendwie. Ich muss jetzt nicht immer den neuesten Shit spielen. So, keine Ahnung. Als jetzt Cyberpunk rauskam, habe ich auch kein Cyberpunk gespielt. Ich habe kein Valhalla gespielt, bin, glaube ich, auch ganz froh drüber irgendwie, weil mich das tatsächlich nicht so angesprochen hat von dem, was ich gesehen habe. Ja. Indie-Games haben halt so eine erfrischende Art, ne? Also du hast einfach so mal ganz neue Konzepte, wie man an Spiele rangehen kann teilweise. Oder wenn die mal ein bestimmtes Art-Design irgendwie realisieren wollen. Das sind Dinge, die du halt bei großen Studios nicht mehr hast, weil die großen Studios natürlich mit einer breiten Masse Geld machen müssen und wollen. Und dann musst du da halt eben quasi so Formeln verwenden, die halt schon immer irgendwie funktioniert haben bei einer breiteren Masse. Und das ist bei Indie-Games halt meistens nicht so möglich. Wobei wir natürlich anhand von Stardew Valley sehen, dass es auch ganz anders gehen kann, ne? Auch wenn die Idee tatsächlich ja auf einem bekannten Spiel basiert, ne? Von einem großen Entwicklerstudio, aber das ist schon was anderes. Wo packe ich denn den blöden Löffel hin? Keine Ahnung, da irgendwo. Die finde ich mal relativ hässlich, diese Fossilien, deswegen kommen die da in die Ecke. Die Puppen sind echt das Gruseligste, ne? Einen alten Löffel schmeißen wir da auch mal hin und Becher ist ganz okay. Ist aber ein bisschen umständlich, finde ich, das alles da rein zu klamüstern. Saatgut, ne? Es ist halt auch einfach so nur so ein Klumpen. So ein Klumpen, so ein Schatten seiner selbst, ne? Der kommt in die Ecke. Oh, und Knochen. Für Knochen habe ich noch gar keinen Platz hier. Überlegt. Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr, ne? Mach ich da unten hin. Okay. So, mal schauen. Ja, siehst du, da hätten wir noch mal Melonensaat gehabt. Hier ist aber eine Blaupause für uralte Samen. Das ist gut. Eine Hühnerstatue. Toll. Die nehmen wir schon mal mit. Und ja, Rib-Sternfruchtsaat. Dich hätte ich schon längst anbauen können, ne? Aber ich bin doof und habe nicht vorher mal die Artefakte weggebracht. Und deswegen liegst du da jetzt.